not a solo. Take it easy. I'm not trying to go against it. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here. You will leave me behind. I know you won't, cause we share common interests. You need me there, ain't no leaving me behind. Never, no, no. Boss, draußen wartet jemand auf dich. Gibt es Probleme? Nein, nein. Nur die angekündigte Lieferung. Aber er ist nicht selbst gekommen. Er hat Botting geschickt. Klein, blond, keine von uns. Okay. Komm. Ungewöhnlich. Dich hatte ich nicht erwartet. Zeig mir die Ware. Gut. Wirf ihn her. Ist fehlerhaft. Gib her. Das Stick ist eine Fälschung. Nehmt sie fest. Guten Tag. Norman. Was denn? Ja, rat mal, denn die Wand nicht hält, fällt aus dem zweiten Stock. Nicole, du bist zu spät. Seid ihr eigentlich alle da? Wo ist Jorge? Hat jemand was von Jorge gehört? Oh, Ben fehlt, Alisa ist auch nicht da. Wisst ihr irgendwie was? Maxi, weiß jemand, was mit Maxi ist? Kommt er noch oder? Sie mussten ja zu heute auch nur ein wenig lesen, das war ja nicht so kompliziert. Linus, fassen Sie doch bitte mal kurz zusammen, was in dem Text an wesentlichen Informationen enthalten war. Ich bin mit dem Subway gefahren. Going to hit the sky. Oh. I'll take you to the candy shop. Yeah. What? Wanna taste the what I've got. Hey, Kinker hab ich aber nicht gesehen, du. Come on. Keep going until you hit the sky. Oh. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam pack, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the bar. It's whatever you went to, got the magic stick. I'm the love doctor. Hey, your fans teaching you by how strong I got you. When you show me you can work, baby, no problem, get on top. Ich habe nochmal nachgedacht. Wir schmeißen die mit der Cousin Austra hin. Ich habe nämlich einen neuen Käufer gefunden, der gibt uns viel mehr Geld für das, was auf dem Stick ist. Was? Nein, der Deal ist fest. Ich habe bereits fest zugesagt. Ich will mir nicht vorstellen, was die mit uns machen, wenn wir nicht liefern können. Weißt du, das muss doch einfach nur so aussehen, als wären wir nicht dafür verantwortlich, dass der Stick auf einmal verschwunden ist. Gut. So machen wir es. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie wir es machen.
Digga, eine 30er Zunge, die steht hier mit 15 auf dem Gaspedal oder was? Oh nee, will die da jetzt rein? Sag mal, fährt da jetzt rückwärts rein, oder? Ich steig gleich aus, ich helfe dir. Oh. Ja. Gott. Wann mussten wir nochmal im Unterricht sein? Digga. Wir haben Zeit, oder? Was macht die da denn? Digga, dass sie ein Lenkrad hat, weiß sie, oder? Die soll da jetzt. Ja, komm! Ja, komm, Mädchen, komm! Beiden. Du, Alissa, schön, dass du da bist. Herr Raschke möchte dich gerne sprechen und es scheint sich um eine ernste Angelegenheit zu handeln. Soll ich dann direkt jetzt zu Herr Raschke gehen? Ja, er sah nicht so sehr erfreut aus. Okay. Einen Biokurs gemacht, letzte Stunde jetzt und der ist weg. Ja Mensch, da hat sich wohl einer bedient. Ich sag dir, was du da hinstellst, ist weg. Ja Mensch, wie schade. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Hast du noch eine Idee, was ich mit dir anstellen kann gleich? Also ich würde einen Test schreiben, ganz einfach. Oh, ich weiß nicht, also ich habe jetzt keinen dabei und die sollen ja ein bisschen Spaß haben in der letzten Stunde. Ich will die ja nicht nerven. Ein bisschen was lernen, ne? Naja, nee, ich glaube, wir gucken lieber noch ein bisschen also nette wir, Videos. Wir werden unseren Spaß haben noch gleich. Wieder, ne? Viel Erfolg. Mach's gut, viel Erfolg ja, damit. Ja. Tschüss. Moin. Gut, dass du da bist. Du kannst gleich mitkommen. Okay. Hast du eigentlich noch Ärger von Frau Vogel bekommen, dass wir zu spät waren? Ja. Von der Telle noch? Ja, der ist so ausgerastet. Das fand er gar nicht witzig. Warum schreibt mir Alissa jetzt? Was will die? Sprachnachricht. Was habe ich denn verpasst? Lass mal anhören. Ich habe keine Ahnung woher, aber Herr Raschke weiß das einfach, also das, was ich dir schon erzählt habe. Und er meint so, ja, das geht gar nicht und das wird mich und ihn auf jeden Fall Konsequenzen haben, bla bla bla. Und jetzt kommt das Krasseste auch noch, ich bekomme einfach einen Schulverweis. Und damit halt mein Abi wahrscheinlich auch nicht. Und dann meinte er, da war so ein Angebot für mich, ich soll irgendwie so einen USB-Stick mit irgendwelchen wichtigen Daten von A nach B bringen und der vergisst dann halt einfach was, er gehört hat. Und der Stick ist in so einem Baby-Yoda drin und er hat mir den direkt mitgegeben. Er meinte zwar, ich soll alleine zu dem Treffpunkt fahren, aber ich habe halt irgendwie gedacht, dass du und Ben vielleicht mitkommen könntet. Dann fühle ich mich auch ein bisschen sicherer, weil irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer. Also, da sind wir dabei, oder? Ja, da müssen wir ja, helfen. Da helfen wir safe. Ich wollte nur sagen, dass die Übergabe der Ware heute Abend stattfindet und wir fahren am besten so 22 Uhr bei mir los. Dann sind wir auch pünktlich da. Bist du dir sicher, dass wir hier lang müssen? Das ist ein Faustweg. Also ich habe mir zu Hause angeschaut, wo die Koordinaten hinführen und wir fahren eigentlich richtig. Da vorne links müsste es gleich irgendwo reingehen. Die ganze Nummer kommt mir absolut komisch vor. Weißt du überhaupt, worauf du dich da einlässt?
Hat Herr Raschke mir nicht gesagt, ich soll keine Fragen stellen und einfach nur den USB-Stick abliefern? Und zu Hause habe ich probiert, auf den zuzugreifen, aber der ist mit einem Passwort geschützt. Da vorne sind Lichter. Ich glaube, da müssen wir rein. Okay, dann steige ich da vorne gleich aus und übergebe dem Baby oder schnell. Und ihr könnt einfach im Auto bleiben. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Und wenn was schief läuft? Es wird schon nichts schief gehen. Ich soll einfach nur den USB-Stick abliefern, dann können wir einfach wieder abhauen. Okay, ich steige hier einfach eben aus. Bis gleich. Bis gleich. Meinst du, das ist illegal, was wir hier machen? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was auf dem USB-Stick ist. Mach mal das Auto aus. Wir wollen keinen Ärger. Siehst du das auch? Die haben Waffen. Die haben sie betäubt. Was sollen wir machen? Lass ihr helfen. Wir müssen abhauen. Scheiße, Mann. Okay. Was machen wir jetzt? Wir können sie doch nicht allein lassen. Wenn wir jetzt nicht abgehauen wären, dann hätten die uns auch erwischt. Dann hätten wir Alisa gar nicht mehr helfen können. Oh, werden wir verfolgt? Nee, ich glaube nicht, oder? Hinter uns sieht alles gut aus. Was machen wir jetzt? Irgendwas ist hier ganz schief gelaufen. Soll ich ihn anrufen? Ja, komm, mach das. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was? Er hat mir die Nummer noch selbst gegeben. Was sollen wir jetzt tun? Die Polizei anrufen? Nicht bevor wir wissen, was hier abgeht. Woher kennt Herr Raschke solche Leute? Ich hab keine Ahnung. Und Alisa? Lassen wir die jetzt einfach da? Was sollen wir denn machen? Zurückfahren und riskieren, dass die uns auch schnappen? Nein, wir müssen mit ihm reden. Am besten direkt morgen früh. Ja, okay, du hast recht. Morgen früh gehen wir direkt zu Herr Raschke. My arms are tough, but they can be bent. They can be hit. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's all I can. Mir wurde ein Stick mit Daten versprochen. Dieser Stick, er ist nutzlos. Also erklär mir sofort, was hier los ist. Alter, was wollt ihr von mir? Ich hab nichts gemacht. Ich soll nur den Stick von Herrn Raschke herbringen. Also lass mich hier nicht raus. Ich kenne keinen gottverdammten Herrn Raschke. Also wenn dir dein kleines, erbärmliches Leben was wert ist, dann sag jetzt lieber die gottverdammte Wahrheit. Das war eine ganz dumme Idee. Hergeben! Er legt den Rest für mich. Hallo. Moin. Morgen. Wie kann ich euch helfen? Wir haben einen Termin mit Herr Raschke. Setzt euch doch hier vorne hin oder kommt in mein Büro. Nein, das geht nicht. Wir müssen in seinem Büro was aufbauen. Genau, wir wollten ihm was auf unseren Laptops zeigen. Okay, dann schließe ich einmal eben das Büro auf und übernehme. Hier müssen irgendwo Hinweise sein, wer die Typen von gestern waren. Ich hoffe. Ich gehe zur Tür und guck, dass niemand kommt. Da drüben die Zettel, guck da mal. Ja, was klar. Ben, hier ist nichts. Guck mal bei dem Mac oder so. Ja, okay. Fuck, Passwort geschützt. Ich glaube, da kommt wer. Nee, oder? Seid ihr sicher, dass ihr heute einen Termin mit Herrn Raschke habt? Ja, das ist wegen der Bio-Präsentation. Ja, genau, wegen der Bio, ja. Ja, wegen der Präsentation. Okay, dann sage ich immer eben Bescheid. Setzt ihr euch mal bitte in der Zeit draußen auf dem Flur auf die Stühle.
das war irgendwie nichts. Das war scheiße. Shit. Ah, Nils, gut, dass ich dich erreiche. Sitzt du? Wir haben ein Problem. Ich habe gerade mit Herrn Raschke telefoniert. Der hat heute nicht mit euch gerechnet. Also dann müssen wir mal gucken. Irgendwie heute passt es jedenfalls nicht mehr. Wir können Frau Keller nicht schon wieder anrufen. Ich glaube, sie hat gemerkt, dass das nicht für die Bio-Präsentation war. Ich weiß, aber wir brauchen die Datenform vom iMac oder MacBook. Das ist die einzige Spur, die wir haben. Ich glaube, ich kenne da welche. Ich habe eine Idee. Wir haben ein echtes Problem. Wir brauchen deine Hilfe. Das ist wirklich wichtig. Was ist denn los? Kannst du dich in so einen Mac reinhängen? So einen Passwortgeschützten? Ja, das kriege ich schon. Okay, super. Komm mit. Worum geht's überhaupt? Stell dich nicht so an. Komm mit. Oh, okay. Das ist nicht gut. Also wenn ich das für euch irgendwie hacken soll, dann müsst ihr mir wenigstens mal sagen, worum es hier überhaupt geht. Luft ist rein, Jungs. Abfahrt. Was habt ihr vor? Egal, da ist der Mac, da musst du rein. Los! Okay. Bin drin. Wirklich? Super. Kommst du in die E-Mails, in die gelöschten oder so? Muss ich gucken. Sicher eine gelöschte Mail. Ja, guck mal, in der Mail, da geht's um Alisa und die wurde heute Morgen abgeschickt. Ich glaube, er schreibt mit dem Gangführer. Moment mal, eine Gang? Was für egal, eine Gang? Egal. Der Gangführer fordert den Stick im Austausch zu Alisa, aber Herr Raschke hat das abgelehnt. Er sagt, sie hat den Stick selber und sollte ihn übergeben. Jungs, ey, da ist Herr Raschke. Was? Ja, Herr Raschke. Guck. Siehst du ihn? Ja, der geht Richtung Haupttor. Hä? Das ist voll weird. Warum das denn? Mach mal ein Bild von der Mail. Und dann sollten wir verschwinden. Wir müssen ihm folgen. Komm schon. Marc, komm mit. Da vorne rechts, da ist er rein. Fahr hinterher, komm. Fuck. Kommen wir nicht, dann fahr da links hin. I watch the work of my golden boy for toying somewhere between. Meinst du, er trifft sich da drin mit dem Gangleader? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Meinst du, du kommst in sein Handy rein, damit wir wissen, was da drin abgeht? Das könnte schwer werden, aber ich habe eine Idee. Er hat eine Apple Watch, oder? Ich könnte mich da vielleicht reinhacken und so halt Zugriff auf ein Mikrofon bekommen. Hä? Wie funktioniert das denn? Das ist schwer zu erklären, aber es ist definitiv einfacher, als in sein iPhone reinzukommen. Okay, ich bin dran. Ich habe ein Signal. Ja, schnell, wir dürfen nichts verpassen. Es gab einen Rückschlag, aber den haben wir überwunden. Ich kann Ihnen versichern, die Daten sind vollständig. Ungewöhnlich, dass Sie mich heute anrufen. Ich hätte erwartet, die Lieferung brett. Was ist das denn jetzt? Es ist leider ein sehr schlechtes Signal. Vielleicht sind die im Keller oder sowas. Ich probiere dann noch was zu machen. Es gab eine Planänderung. Meine Leute haben den Stick am Abholort in Knobs Park hinterlegt. Hier sind die Koordinaten. Frau Kindler? Veranlasst die Abholung. Wollen wir mal hoffen, dass sich der Stick am vereinbarten Ort befindet? Selbstverständlich. Wir möchten alle Reden ausschließen und deshalb findet die Abholung bereits bei Bestand. Das will ich hoffen. Schicke einen Trupp zur Abholung. Natürlich bricht jetzt die Verbindung ab. Wie sollen wir dann den Abholort bestimmen? Hier, was sagte Raschke noch? Wo ist der Stick? Im Clubs Park. Aber der ist doch riesig. Ja, egal. Komm, wir teilen uns auf und suchen diesen Stick. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Alisa zurückholen. Konntet ihr herausfinden, was mit diesem Herrn Raschke auf sich hat? Ja, Boss. Es gibt einen Nils Raschke an einer Schule in Schwanewede. Wir konnten ein Bild von ihm finden. Hier. Faszinierend. Ein Mann mit zwei Identitäten.
versuchst etwa auszubrechen, müssen wir dich wohl festhalten. Gib Alfonso Bescheid, er soll alles Notwendige in die Wege leiten. Ich bin mir sicher, Daniela will mit diesem Raschke reden. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Okay, wenn was ist, dann rufst du an, ne? Okay. Lass hier nochmal gucken. Okay. Ben, es ist zwecklos. Der Park ist zu groß. Ich weiß nicht, wo wir noch suchen sollen. Irgendwo da drüben, wir müssen uns beeilen. Ja? Sie sind da. Sie haben irgendwas von einem Pavillon gesagt. Der Stick muss da sein. Der weiße Pavillon da vorne. Ihr müsst euch beeilen, sie sind gleich da. Guck da, ich guck hier. Okay. Ben, ich hab ihn! Hast du? Ja, guck! Da oben ist Pavillon. Scheiße, Ben, da sind sie! Lass schnell zum Auto, komm! Wir haben den Stick. Dann können wir jetzt zur Villa und Alisa befreien. Okay, gut. Corona-Scheine nicht geschadet zu haben. Nee. Ich muss gleich noch zu Herrn Raschke wegen dem Abi-Film. Kommst du damit? Ich glaube, der ist gar nicht da. Der ist nicht da. Nacht. Ich habe jemanden, der mit Ihnen sprechen will. And nobody's crying to forget about. Du hast nicht nur den Deal mit mir gebrochen, sondern auch mein Baby-Yoda geklaut. Wirklich schade, dass du mich so hintergangen hast. So weit hätte es nicht kommen müssen. All over, but the dreaming poor
that keep trying to come true. It's all over, but the cry, and I can't get over crying over you. Interpretation 11 von 10. Ja. Was sagt Kev? Ja. Verbundenheit zur Natur. Okay. Ich finde es toll, wie alle Isabel? Leistungskurse hier aufgegriffen werden. Sehr gut. Was sagst du, Isabel? Finde ich sehr interessant. Sehr interessant, ja gut. Ich glaube, das spiegelt unsere Ansichten sehr gut wider. Was sagst du zum heutigen Tag bisher? Sehr grandios. Genau. Grandios, interessant. Nicole ist kalt? Definitiv nicht kalt. Ich habe geschlafen. Carrie hat geschlafen, das ist sehr gut. Die anderen hauen schon ab. Geschlafen. Ich habe wirklich geschlafen. Ja. Kommt diese motivierende Blick ins Hobbybuch oder sonst irgendwo rein? Hast du Bock? Zitat Nicole, das Ganze war nur was für Leute, die was mit Naturwissenschaft anfangen können. Ja, ja, ich glaube, nicht das ist der Geschichtselker. Das ist nee, sehr. Doch, Napoleon, da konnten wir. Können wir auch ein Fahrrad klauen und dann eine Fahrradtour damit fahren? Fahrrad klauen und Fahrrad? Ey, wir sind jetzt spannende Biene auch mehr. Was halten Sie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hinkriegen? Sehr hoch, sehr hoch. Also ungefähr die Hälfte von euch ist schon in Berlin Öffi erfahren. Also ja, ich habe auch gehört, die meisten von uns sollen irgendwie Erdkunde als Leistungskurs haben. Okay. Erdkunde, Leistungskurs, verrückt. Let's go, guys. Ich ja mal winken oder so. Das ist richtig Mobbing. Jetzt tut man irgendwas in die. Das wird das zeig uns deinen Schokolade. Julia auch. Mika, was hast du geplant? Was hast oh mein Gott, oh! Der Kamera auszuweichen. Du bist so schwach, ey. Er wiegt schon nur 56 Kilo. Wir werden die ganze Zeit gefilmt.
Fabian, was sagst du zu der Tour bisher? Spitze. Oh, wir sollten. Ja. Oh ja, super Tier. Und das hier. Also ich würde dich so hier nehmen jetzt. Hier. Stehst du gerade hier zu dem gar Museum? Gar nicht. Er steht gar nicht. Moritz, was sagst du? Super Sache. Super Sache. Hast du ein Favorite? Nee. Gar nicht, okay. Ich finde das hier so super. Ich werde hier heute übernachten und mir ein Zimmer nehmen. Sehr gut. Florian. Ja, super. Florian findet super und Tim sagt gar nichts. Kannst auch hochgucken oder so, wenn du willst. Perfekt. Könnt auch gerne da mal so hochschauen und einfach irgendwie lächeln oder so. Sehr gut. Perfekt. Felix ganz sportlich. Hier seht ihr einen alten Brunnen. Hey, mach den Mund da runter. Fabian, jetzt trinken. Ich weiß, warum das kein Krieg war. Nein! Scheiße! Bier! Digga, ich soll immer noch mal kurz warten. Was heißt denn langsam hier? Wohin? Was ist schneller? Hat jemand eine Uhr? Ja, irgendwie das ist gut. Was ist schneller? Der verhakt sich. Boah!